Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Folgenname. Eigentlich heiße ich hier Verena und ich habe für euch heute hier die InStyle-Box. Die InStyle-Box kommt ja nur viermal im Jahr raus. Eine Box praktisch für jede Jahreszeit. Und ich habe hier die Herbstvariante. Schauen wir mal rein. Die InStyle-Box hat ja immer dieses schlichte Design. Und ja, erstmal unspektakulär. Aber ich bin gespannt. Wow, ich habe es mal wieder geschafft. Okay. Wie immer schauen wir erst später in das Büchlein rein und gucken uns erst die Produkte an. Hier oben ist jetzt erst nochmal Werbung drauf für die Beauty Love Adventskalender. Witzigerweise, ja, sind hier nur drei von vier abgebildet. Es gibt ja den Germany's Next Topmodel, den Pink Box, den Barbara Box und den Black Box Man. Und ja, hier haben wir Topmodel, Pink und Black Box. Aber ich denke, mit dem Code Countdown25, wenn ihr euch den Barbara Box bestellen wollt, vielleicht funktioniert es ja, bekommt ihr ihn auf jeden Fall einen Viertelpreis günstiger. Nun gut. Dann fangen wir mit etwas ganz Glitzerigem an, was mich schon anlacht und was mich mega freut. Und was mal wieder ein sehr gruseliger Zufall ist. Ich zeige es euch jetzt erstmal. Und zwar von MCM Ultra eine Parfümminiatur. Ich hole das mal raus. Das ist ein kleiner Rucksack. Und gestern habe ich mit Matze die Blackbox ausgepackt, Man. Und da ist der Rucksack nur in Schwarz drin. Ich zeige euch den. Der steht nämlich hier noch auf meinem Tisch. Das heißt, ich sammle ja Parfümminiaturen und die habe ich noch nicht. Ich habe zwar die schwarze, aber ja, ich habe auch noch eine andere, den komplett braunen Rucksack. Und ja, jetzt habe ich die noch mit dazu. Das freut mich sehr. Weil ja, ich liebe Parfümminiaturen. Sehr schön. Und natürlich kann man das, wenn man sich nicht hinstellt, zu Dekorationsgründen, einfach ja als kleines Parfümchen nutzen. Ist zwar nicht viel drin, aber immerhin ein Duft. Finde ich schön. Oh, es sind einige große Sachen drin. Nehmen wir mal die Mitte. Griffelpapier ist ein bisschen staubig gemacht. Von DM Naturschön, von Averde Naturkosmetik, eine Flüssigseife, Zitrone, Rosmarin, erfrischend für jeden Hauttyp. Ja, so schaut die aus. So bei Naturkosmetik finde ich es ja immer schön, wenn es eher auch so ins Recycelbare geht. Das kann man natürlich auffüllen und nachfüllen, denke ich. Ich weiß nicht, ob es dafür Nachfüllbeutel gibt. Vielleicht steht es im Heftchen. Dann finde ich das gut. Wenn es dafür aber keine Nachfüllbeutel gibt, finde ich das ein bisschen schade. Aber vom Duft her riechen wir mal. Wow, das ist krass zitrisch. Wow. Es riecht wie eine heiße Zitrone. Also richtig intensiv zitrisch. Das wandert an Matze. Das ist so gar nicht meins. Aber eine Seife in Ordnung. Dann haben wir noch was sehr, sehr, sehr Großes. Und das, ja. Ja, hier seht ihr, ist der Kleber auf der einen Seite abgegangen. Auf der ist er noch intakt. Aber wir haben hier ein Free Shampoo Sample. Und ich glaube, das ist eines der größten Samples auf der Welt, was ich gesehen habe. Von Revlon, das Unique One. Ein All-in-One Hair Treatment. Es macht 10 tolle Sachen. Es repariert trockenes und geschädigtes Haar. Es stärkt die Haare und reduziert Spliss. Es entwirrt. Es kontrolliert Frizz. Feuchtigkeit spendend, Hitze, Protection, also halt Hitzeschutz. Soll deine Haare auch schön glänzend machen, Farbe auch schützen, soll die Haare weich machen. Ja, das ist doch tausendmal dasselbe. Helps to prevent Split Ends, ja, wirkt Haarbruch vor,
Da oben steht Uses Breakage, reduziert Haarbruch. Und dann, also ja, ich glaube, das sind einige Sachen da. Und ja, refreshes deinen Haarstand. Auf jeden Fall ein Shampoo. Ich mache das mal von unten auf. Ach nee, geht nicht. Das ist auch zugeklebt. Also es ist sehr gut zugeklebt. Ich habe gerade kein Messer da. Aber ja, eine sehr, sehr große Shampoo-Flasche-Probe. Versuche, während ich ein bisschen erzähle, das mal aufzumachen. Von Revlon habe ich jetzt so noch nichts ausprobiert. Ich habe witzigerweise von Revlon ein Lipgloss gerade drauf. Und den liebe ich total. Den mag ich mega. Aber an haartechnischen Sachen, glaube ich, dürfte ich noch nichts ausprobiert haben. Und hier, so sieht das aus. Also wirklich groß, ne? Ich glaube aber, dass ich in. Da. Ich habe hier einen riesengroßen Tisch, auf dem steht alles. Ja, mir kam das bekannt vor. Ich dachte mir, das kennst du irgendwo von der Verpackung her. Und ich habe auch den Parfümcremes und den anderen, den Auriwurm Adventskalender ausgepackt. Und da. Oh, da ist noch was drin. Hier so ein. Also nochmal eine Shampoo-Probe. Vielleicht zum Weiterverschenken oder so, wenn es einem taugt. Witzig. Und ich befülle ja immer wieder meine Adventskalender. Ich fülle die um in große, weil die Parfümerie-Adventskalender oft erfahrungsgemäß Aufreiß-Adventskalender sind. Und ja, sammle dann hier in einem Karton die losen Produkte, weil es kommen jetzt demnächst wieder welche. Und ja, hier neben mir steht praktisch der Karton mit Sachen, die ich behalte und dann in andere Kalender umfülle. Und ja, deswegen steht das noch da. Ja, was nehmen wir als nächstes? Ach, ich halte nicht beides hoch. Wir haben einmal von Shams Perfect Skin Glow Konzentrat. Und die kleinen Ampullen habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich kenne das Nachtkonzentrat, Vitamin C, Q10, ich glaube die Lila Lifting. Aber das kenne ich jetzt noch nicht. Also Perfect Skin. Das soll helfen, leichte Tönungen ja, zu reduzieren. Kaschiert Hautunebenheit mit Soforteffekt. Die werde ich gleich mal ausprobieren. Weil wenn es um Retuschierung von Hautunebenheiten geht, finde ich, ist von Erborian der Skin Hero das Top-Produkt. Den habe ich jetzt schon länger nicht mehr angewendet. Ich werde die dann mal testen und mal schauen, ob sie was machen oder nicht. Man möchte Shams eine Chance geben. Auf jeden Fall. Und wieso ich überlegt habe, beides hochzuladen, hier habe ich nämlich noch ein Produkt von Shavens. Und das sind Antifalten, Augengel-Pads mit, ja, ich schätze mal, Traubenextrakt, wenn ihr hier so die abgebildeten Weintrauben seht. Die sind jetzt länger, steht da, also neue Länge und reduziert Falten um bis zu 25%. Okay. Da, ja, könnte man vielleicht was sehen. Durchaus. Werde ich auch testen. Dann gibt es was Leckeres zu essen und das freut mich ja auch richtig, weil ich mich nie überwinden konnte, die endlich mal zu kaufen. Und zwar gibt es ja Ferrero Rocher als Kügelchen. Und ja, die haben jetzt halt zusammen mit Raffaello, was ja auch cool Pralinchen ist, wie auch immer ich das halt nennen soll, erst ein Eis rausgebracht und dann auch Schokoladentafeln. Und ich wusste jetzt nicht, dass es davon auch ein weißes gibt. Ich kannte hier hinten, es ist drauf, eben das von Raffaello und das normale Ferrero Rocher. Und ich konnte mich nie überwinden, eins davon zu kaufen, weil die sind halt nicht billig und so. Und ja. Sehr schön. Jetzt habe ich aber hier die da. Ich bin gespannt, wie die schmeckt. Mal sehen. Aber was Schönes. Dann haben wir hier was mega Cooles. Das ist ja ein
Das ist eine Full-Size. Hui! Jo! Erkennt ihr dieses Logo? Es ist Anastasia Beverly Hills. Und es ist die Lash Sculpt Lengthening and Volumizing Mascara. Mega, ey. Ganz, ganz krass. So schaut die aus, also sehr schlicht. Ich habe. Irgendwo neulich auch von Anastasia Beverly Hills die eine Reisegröße rausgezogen. Bin gerade am Überlegen, wo das war. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall die Reisegröße da. Und es ist aber nicht von der Mascara, glaube ich, sondern von einer anderen. Aber mega cool, ey, Leute. Die Box ist krass. Dann haben wir noch einen Nagellack von Annie. In einer schönen Farbe. Ich finde, die passt auch gut zum Herbst. Really cozy heißt die. Was generell gut hier in meinem schönen cozy Pullover. Draußen regnet es und es ist düster. Der Herbst naht jetzt, obwohl es die letzten Tage immer noch ja, 28 Grad hatte. Aber gerade heute ist es eher so herbstliches Wetter. Und ja, dann ist die Farbe so ein schöner, ja, bäriger Rosenholzton. Ist richtig schön. Der gefällt mir. Ist das dieselbe Farbe? Oh, fast. Nee, nee, ist ein bisschen heller. Hier haben wir in einer sehr ähnlichen Farbe von Gosh einen Liquid Matte Lipstick. Und da habe ich von Gosh noch keinen ausprobiert. Ich hatte mal so einen Lip Tint gehabt, aber keinen Gloss. Beziehungsweise ist ja matt. Und ja, da bin ich auch gespannt drauf, wie der ist. Von der Farbe her gefällt es mir gut, der ist. Ja, ich würde sagen, relativ ähnlich zu dem, was ich gerade von Revlon drauf habe, bloß halt in matt und nicht glänzend. Finde ich auch schön. Die Farbe wäre Pink Sorbet. Na, so pink finde ich das nicht. Wobei, es geht. Und das letzte Produkt hier, oder? Ja, das letzte Produkt hier. War auch genug, finde ich. Hallo. Nein. So. Ist hier Wumms Perfect Glow. Was ist das? Ich muss hinten drauf lesen. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralien und Cholin. Ja, Perfect Glow. Ich schätze mal, das werden so, ja, es ist weich, so Gummibärchen sein für, ja, Perfect Glow. Irgendwie eine schön glänzende Haut. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. An sich ist es okay. Es ist keine so riesige Packung. Es ist mal zum Probieren. Ja. Wir schauen einfach mal. Was schreibt's denn? Herbst, das bedeutet Saisonstart für die feierliche Zeit. Dinnerpartys, Halloween feiern, St. Martin, vielleicht sogar ein Ball. Oder eine Gala auf ihrer Social Agenda. Nein, ich habe leider keinen Ball auf meiner Social Agenda und auch keine Gala. Ich arbeite im falschen Job. Ich merke das immer mehr. Es wird glamouröser und festlicher. Für diese Anlässe halten Sie jetzt die perfekte Box in Händen mit allem, was Sie für ein aufregendes Abendstyling brauchen. Okay, das hätte ich aber vielleicht eher in den Winter gepackt, muss ich sagen, so für Weihnachten auch. Und jetzt hier eher sowas auf. Es wird kälter, so Coziness eben. So wie der Nagellack heißt einfach. Aber okay, ich beschwere mich nicht. Ich bin da nur gespannt, was das Motto dann halt vom Dezember wird. Ja, genau. Dann schauen wir mal. Von Anastasia Beverly Hills ist das Highlight-Produkt hier die Mascara. Wer hätte das gedacht? Ach, brandneu. Okay. Mit Verlängerungseffekt, unglaubliches Volumen, Wimpernaufschlag zum Verlieben, ohne Verschmieren oder Verkleben. Ja, das Problem bei der Insta-Box ist immer, dass da keine Preise drin stehen. Die müsste ich euch raussuchen. Na? Genau, das Revlon-Shampoo. Ja,
sind auch noch mal alle Benefits aufgelistet. Dann kommt hier eben das MCM Parfüm, ein luxuriöser Duft, der ihre Sinne verführt. Saftige schwarze Johannisbeere bestimmt den Auftakt der Kreation, während sich knackiger Pink Lady Apfel und natürliche Bergamotte aus Italien mit den würzigen süßen Noten von pinkem Pfeffer vereint. Aprikosennektar, Tuberose und Jasmin verschmelzen zu einer Herznote, die dem Duft seinen zarten und spritzig floralen Charakter verleiht. Zedernholz, Tonka und Moos, vereint mit unwiderstehlichem goldenem Amber, runden die ultramoderne Komposition gekonnt ab. Und jetzt muss ich ja gerade mal riechen, weil das hört sich ja wild irgendwie an. Das geht voll schlecht auf jedes Ding. Ich hatte da gestern schon Probleme mit dem Schwarzen. Ja, ernsthaft. Das riecht ernsthaft richtig gut. Das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Hey. Nee, riecht wirklich gut. Also, wenn mir das jemand schenkt, würde ich das auf jeden Fall behalten und benutzen. Sehr schön, wirklich. Das freut mich. Dann der Nagellack von Annie. Ja, da gibt es jetzt nichts dazu zu sagen. Langanhaltender Glanz, Textur ist blitzresistent und schnell trocknend. Dann der Gouache Lipstick. Da hätte es unterschiedliche Farben gegeben, auch von dem Annie Nagellack. Oh, ich finde aber, jede der Farben, die drin ist, würde zu dem festlichen Motto passen. Also da ist nichts Krasses drin wie grün Metallic, sondern hier wirklich schöne Farben. Ne? Die da hätte ich auch noch gut gefunden, die zwei da oben. Bin aber auch relativ froh, dass ich nicht den Knall irgendwann habe. Und bei dem Gouache, ja, da hätte es drei verschiedene Farben gegeben. Und ich wäre aber mit allen dreien zufrieden gewesen, muss ich sagen. Matte Farbpigmentierung, der Liquid Lipstick sorgt für vollere Lippen, pflegt dank hochwertiger Öle und verhindert das Austrocknen. Dann schauen wir mal bei den Schäbensprodukten. Sofort perfekte Haut, kaschiert blitzschnell kleine Mäkel, Fältchen werden reduziert, Hautglanz retuschiert und die Textur lässt die Poren verfeinert wirken. Lichtreflektierende Mineralpigmente verstärken die Leuchtkraft der Haut und lassen den Teint ebenmäßig erscheinen. Die leichte Tönung passt sich dabei dem Hautton an und verleiht ein mattes Finish. Okay, ich bin gespannt. Ja, die Lifting Pads für anspruchsvolle Augenpartie. Traubenkernöl ist drin, Q10, Hyaluronsäure, Säure. Schwellungen werden gemindert und die Augenpartie wirkt wach, frisch und gepflegt. So, jetzt kommen wir zu den Wumms-Dings da, ich unbedingt mal lesen wollte. Ah, Perfect Glow Gummies für schöne Haut, Haare und Nägel. Hatte ich doch recht. Die Perfect Glow Gummies verleihen Ihnen strahlend schöne Haut, Haare und Nägel durch alle notwendigen Beauty Booster, die in den Vitaminfruchtgummis enthalten sind, wie zum Beispiel Vitamin A, B6, B12, C, D3, E, Jod und Biotin. Die veganen und zuckerfreien Gummis sind Glow Must-Haves. Dazu einfach täglich zwei leckere Vitaminfruchtgummis mit hochkonzentrierten Beauty-Vitaminen einnehmen. Ja, da gibt es hier noch einen 40% Code mit Insta40. Kriegt ihr bei denen im Shop ja, 40% auf das gesamte Sortiment. Schön. Kein Mindestbestellwert aber auch. Ja, genau. Dann haben wir die Seife. Hier erinnert euch noch am Anfang. Die reinigt die Hände die Hände mit Hilfe von milden Waschtensiden. Auf pflanzlicher Basis sowie Rückfetterkomplex auf sanfte und schonende Weise. Glycerin und Betain, die die Haut vor dem Austrocknen bewahren. Die frische Zitrus-Kräuter-Duftmischung mit ätherischen Aromaölen beschwingt die Sinne für ein Gefühl von Energie. Okay, ja. Also vom Duft her ist es wirklich
krass, krass, krass. Jo, dann haben wir die Tafel weiße Schokolade. Quillt für alle Liebhafer. Hafer. Was ist los heute? Haber von weißer Schokolade. Cremige Füllung mit knackigen Haselnussstücken umhüllt. Ja, bin ich gespannt, wie die schmeckt. Und dann, ja, jetzt ist der Spoiler auf die nächste Box. Mal schauen, was sie für die Winter Edition schreiben. Mit der InStyle-Box Winter Edition liefern wir Ihnen die perfekten Begleiter für die Wintersaison. Ganz nach dem Motto Cozy Winter Vibes. Okay, das ist das Motto. Verzaubern wir sie mit Must-Haves für die sinnlichste aller Jahreszeiten, von Beauty-Highlights über hochwertige Pflegeprodukte bis hin zu unwiderstehlichen Leckereien. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was mich da erwartet. Ja, so Leute, die Fall Edition, was sagt ihr dazu? Ich finde sie richtig cool, weil wir diesmal auch schön viel dekorative Kosmetik haben hier mit tragbaren Farben. Mascara geht immer und wirklich tolle Marken. Dann ist es mal kein weirder, ausgefallener Bio-Snack oder sonst was, sondern mal so eine schöne, teure Schokolade. Mag ich auch mega gern. Auch ein kleines Highlight ist für mich ja die Parfümminiatur hier. Ja, über diese Nahrungsergänzungsmittel, Gummis kann man sich streiten, würde ich sagen, ob sowas in Boxen sein sollte, weil der meiste Tenor sagt ja, wenn man einen Mangel an irgendwelchen Sachen hat, dann soll man ein Blutbild machen lassen und wenn man sieht, okay, der ist relativ niedrig, dann kann ich was dazu nehmen, aber ansonsten nicht, was man da schon einen relativ hohen Wert hat, isst die Dinge und hat dann Überschuss. Ne? Deswegen so mittel, aber es ist wenig. Es ist zum Ausprobieren und deswegen finde ich nur okay. Dann dieses Free Sample Shampoo, ne? Das ist wie gesagt riesig. Wahnsinn. Und ich werde es gerne ausprobieren. Ne? Bin mal gespannt, was es von diesen 10 tollen Sachen, die da unten draufstehen und es verspricht, hält. Hätte ja ein kleines Pickup davon. Mal schauen. Die zwei Sachen finde ich auch ganz nett. Das sind mal zwei neue Schäbensprodukte. Das interessiert mich auf jeden Fall. Die Lifting Augenpads werde ich auch mal ausprobieren. Ich hatte schon überlegt, ob ich sie weitergeben lassen soll, aber ich habe ja da ein paar kleine Fältchen. Mal schauen, was es damit macht. Und die sollen jetzt auch länger sein. Deswegen mal sehen, wie es vom Halt her ist. Denn ja, Schäbens waren für mich immer recht schwer und haben auch öfters mal so einen kleinen Rutscher nach unten gemacht. Deswegen, ja, auch in Ordnung. Und zu guter Letzt diese Seife. Ja, die ist krass. Wahrscheinlich kommt sie ins Gäste-WC. Da, ja, oder sie wandert weiter, weil der Geruch ist mir einfach zu krass. Die müsste es riechen. Das ist, wow. Zitrus pur. Nee, also ich muss sagen, mir gefällt die Box richtig gut. Bin vollkommen zufrieden, freue mich schon sehr auf die Winteredition. Und ja, mega schön. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Box findet. Was wäre euer Highlight? Worüber hättet ihr euch am meisten gefreut? Was ist nicht so euer Ding? Wie gefällt euch die Box so im Gesamten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Darüber würde ich mich auch mega freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.